Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Spielzeugtipp. Diesmal geht es um die lebhafte Drachenfeder. Dieses Spielzeug hat eine Abklingzeit von 15 Minuten und hält 10 Sekunden an. Wenn wir dieses Spielzeug aktivieren, wird es unseren Fall verlangsamen. Ist auf jeden Fall ganz interessant für Klassen, denke ich mal, die nicht die Möglichkeit haben, den Fallschaden abzufangen. Um das Spielzeug zu erhalten, müssen wir einmal in den Ahnenwald, und zwar zu den Mapcodes 4841. Dort findet ihr dann am Boden eine Feder, die klickt ihr an und dann erhaltet ihr einen Buff. Nun müsst ihr euch ein wenig beeilen, denn der Buff hält auch nur 44 Sekunden lang. Nun springt ihr runter von den Klippen und haltet euch links. Und dort müsst ihr dann auf einen Ast landen, wo ihr eigentlich auch schon die große weiße Feder sehen solltet. Wenn ihr denn dort ankommt, sammelt ihr die Feder ein und erhaltet so das Spielzeug. Und noch ein kleiner Hinweis von mir, solltet ihr oben am Boden keine Feder finden, kann es an der Weltquest eine gefährliche Ernte liegen. Diese Weltquest müsst ihr dann leider vorher erstmal erledigen, denn diese bringt euch nämlich immer wieder in eine andere Phase. Danach solltet ihr aber auf jeden Fall eine Feder finden. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Spielzeug und wir hören uns, wenn ihr möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye bye!